Ja Leute, was geht? Hier ist euer Game Club Start. Heute mit einem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Mod-Minion GTA 5 online und offline bekommt. Und zwar ladet ihr euch die Datei hier runter von Mediafire. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt einfach draufklicken. Dann kommt ihr auf diese Seite. Das downloadet ihr euch. Und dann zieht ihr das Datei vom Desktop und öffnet die Datei. Und hier drinne, also in den Datei hier, befindet sich dieser Ordner hier, Schadensmenü. Und hier klickt ihr einfach drauf. Und dann geht ihr hier bei Install. Ich kann das auch kurz mal hier zeigen. Also hier könnt ihr dann auch lesen, wenn ihr auch Hilfe braucht. Hier seht ihr dann alle Störungen, wie ihr das hier alles aktiviert und so. Und hier ist dann die Install-Datei. Die hier alles kopiert ihr. Also hier, die alle Dateien hier, zieht ihr in GTA 5 Hauptverzeichnis rein. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr es findet, dann macht ihr einfach Rechtsklick auf GTA 5. Da steht eigentlich Dateifahrt öffnen, wie hier. Da ich das über Steam gekauft habe, funktioniert das nicht. Bei Steam müsst ihr hier auf Steam gehen, dann auf Steam Apps und dann auf Common. Und dann hier eure Spiel auswählen, hier GTA 5. Und hier ist dann der Hauptverzeichnis. Und hier zieht ihr das dann alles rein. Und dann habt ihr das Mod-Menü auch im Online. Ich muss kurz hier mal was bewegen. Ja, okay, sehr schön. Und wie gesagt, Leute. Und ja, wir sehen uns in-game wieder. Und bis gleich, Leute. So, in-game müsst ihr dann Numpad aktivieren. Und dann die Nummer 7 drücken. Auf der Numpad natürlich. Und dann bekommt ihr dieses Mod-Menü hier. Und dann kommt ihr hier, könnt ihr alles machen. Selbstoption, animieren, also euch animieren, Godmod geben. Ihr seht, Godmod. Und ihr könnt euch Speed geben, also Rennspeed, wie ihr seht. Dann seid ihr halt schneller. Bossmod, Superjump und Superman. Ihr könnt euch Waffen geben. Ihr könnt euch clean, also alles wegnehmen von euch. Explodieren, also euch selbst explodieren. Oder, also es gibt wirklich viele unsichtbar oder halt Autospawn oder ihr könnt Auto sind mal zum Beispiel, dass das Auto nicht kaputt geht. Force Mode könnt ihr Force Dings aktivieren, Tiere, Objekt Spawner zum Beispiel, ihr könnt UFO spawnen, Teleport Options, ihr könnt auch anderen machen, also zum Beispiel also von anderen Spieler hier. Hier von zum Beispiel von. Ah nein. Zum Beispiel von ihm. Ihr könnt ihn dann halt killen. Oder ihr könnt ihn alle seine Waffen nehmen. Alles machen. Ihn trollen oder sowas. Name Changer. Ihr könnt euren Namen ändern. Also hier zum Beispiel. Hallo. Na, jetzt schreibt ihr jetzt falsch. Name Change. Und Knopf geben wir sind. Okay, ich glaube, es geht bei mir nicht. Aber bei euch sollte es eigentlich klappen. So, Clear Area, Map Modes, hier Ramps. Und ihr könnt halt alles machen, wie ihr seht. Na, das Spiel lag so bei mir bis hier jetzt. Keine Ahnung wieso. So, wie ihr seht, Load, IPL Webs. Also, ihr könnt euch irgendwo teleportieren, zum Beispiel Nord Yankton. Ihr seht hier Nord Yankton. Ihr könnt auch andere Spieler hier teleportieren. Also, alle teleportieren halt. Playerlist, zum Beispiel, ich weiß echt nicht, was das geht. Teleport Options, Teleport to me sollte eigentlich hier stehen. Okay, naja, also ich weiß echt nicht. Oder ihr macht einfach mit allen Spielern einfach so Teleport to me. Okay, der ist kein Auto, deswegen geht das eigentlich nicht. So, wie seht, und dann könnt ihr halt hier ein paar Sachen machen. Das habe ich schon, glaube ich, gezeigt. Recovery, so ihr könnt euch Geld geben, add 10 Millionen, wie ihr seht. Ihr bekommt dann Gave. Ah, ich habe genommen, glaube ich. Took, keine Ahnung, es geht bei mir nicht. 100% Skills, aber ich mach mal kurz was. Safe Mode on, also okay. Wetteroption, Sunny, ihr könnt halt Cloudy, extra Sonne halt. Die Wetteroptionen ändern, ich sehe so ein bisschen schwul aus. Naja. Und ihr könnt
Objekt teleportieren. Ich hab das schon gezeigt. Wie seht, hier ist jetzt ein UFO. Shit. Okay. Alles klar. So, hier ist jetzt ein UFO, wie ihr seht. So ein UFO gespawnt. Und da könnt ihr halt, also ihr könnt halt vieles machen. Ja, also es gibt wirklich viele Sachen, Leute. Ihr könnt wirklich damit Spaß haben, aber Leute, ich empfehle euch nicht zu modden, weil es gibt sehr große Banngefahr. Ihr könnt sofort gebannt werden, wenn ihr euch zum Beispiel 10 Millionen oder so hackt. Weil Banngefahr ist wirklich sehr hoch. Ich würde euch nicht empfehlen. Also hackt lieber nicht. Ihr könnt alles unlocken. Unlock V-Points, Unlock Trophäen. Ihr seht, ich habe schon alle Trophäen. Deswegen geht das bei mir nicht. Unlock V-Point, Unlock, keine Ahnung, hier. Unlock LSC. 100% Skills. Na, okay. Okay, shit. Ich werde bestimmt gebannt. Hoffe ich aber nicht mal. Ja. Und hier könnt ihr euch, wie gesagt, 10 Millionen hätten. Bei mir geht das nicht. Oder euch zum Beispiel Rang, keine Ahnung, setzen. Also es geht, glaube ich, bis Rang unendlich. Okay. Also ich mache mich mal im Rang 105. Weil das wäre dann besser. So. Okay, wie seht? Wenn wir, wie seht? So. Meine Schwester nervt mich voll. Alle Options hier eher. Da könnt ihr halt gebannt werden. Wie seht, da steht auch. Ihr könnt euch Rang 120 setzen. Wie seht. Dann gucken wir mal kurz hier hin. Hallo? Shit. Okay. Ich glaube, so kann man das. Nein. So, wie ihr seht, Rang 121. Ich glaube, es wird immer eins mehr. Naja. Ja, Leute, das war's eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, das Mod-Menü gefällt euch. Und ja. Das war's mit dem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Game klar. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder wenn der Mod-Menü bei euch klappt, weil damit sehen die anderen Leute noch, dass es wirklich klappt. Weil viele denken ja immer, das wäre halt fake. Und deswegen, wenn euch. Also wenn der Mod-Menü funktioniert, dann gebt das Video mal bitte Daumen nach oben da. Und ja, damit halt andere Leute auch sehen, dass es wirklich funktioniert. Naja, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao, haut rein, mach's gut. Und Leute, noch eine Sache. Ich habe noch ein anderes Mod-Menü. Also Schaden, das kann ich auch mal kurz hier zeigen. Mit welcher Taste öffnen wir das nochmal? Keine Ahnung. Ja, hier, Schaden, wie ihr seht. Ich habe noch Jordans. Wenn ihr auch eine Tutorial darüber sehen wollt, wie man Jordans bekommt, hier zum Beispiel. Also bei Jordans könnt ihr auch was machen, aber das zeige ich dann halt bei anderem Video. Wenn ihr das wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt in die Kommentare. Ich möchte es nicht oder sowas halt. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich von Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen für mehr Videos. Und ja, Leute, ciao. Macht's gut, haut rein. Euer Game klar. Ja, Leute, noch ein sehr kleines Info. Wenn ihr was bei Amazon kaufen möchtet, dann macht das bitte über meinen Link. Ihr müsst es nicht, aber ihr könnt machen, weil damit unterstützt ihr mich. Ihr bekommt dann ein bisschen was von dem Geld hier. Und wie ihr seht, also ich bekomme dann ein ganz kleines bisschen Geld von. Also zum Beispiel, wenn ihr was für 10 Euro kauft, dann bekomme ich einen ganz kleinen Anteil von den 10 Euro. Und das würde mich halt freuen. Hier mein Amazon-Link, ihr geht einfach über diesen Link auf Amazon und kauft euch zum Beispiel, wenn ihr wollt zum Beispiel eine Maus kaufen, dann könnt ihr es gerne bitte über meinen Link machen. Also es wäre halt sehr nett von euch, weil ihr unterstützt mich davon, hier steht es auch. Und es wird nicht teurer, also wenn ihr was bei Amazon kauft über meinen Link, wird es nicht teurer, es bleibt immer, also es bleibt im gleichen Preis. Ihr unterstützt mich dann halt damit. Und ja, ich bekomme halt, wie gesagt, ein ganz kleines Geld davon, also ganz kleines Stück. Und ja, ich würde mich echt freuen, wenn ihr bei Amazon über meinen Link kauft. Und das war halt nebenbei so eine kleine Info. Und ja, Leute, ich hoffe, der Mod-Mini gefällt euch und funktioniert auch. Wie gesagt, Leute, tschüss.